Herzlich willkommen zum Branchentalk der IKB Deutsche Industriebank. Hier diskutieren wir regelmäßig mit Industrieexperten und Entscheidern über aktuelle Themen rund um Geschäftsmodelle, Märkte und Zukunftsvisionen. Herzlich willkommen zum Branchentalk der IKB. Mein Name ist Dennis Reinsberg. Ich bin Direktor in den Industriegruppen Energy and Utilities sowie Industrials und unter anderem zuständig für erneuerbare Energien. Heute spreche ich mit Arvid von Harpe, Geschäftsführer der Sonic Lighthouse GmbH, über grüne Stromlieferverträge oder auf Englisch Green Power Purchase Agreements, kurz Green PPA. Hierbei schauen wir primär auf die Abnehmer aus Gewerbe und Industrie. Hallo Herr von Harpe, schön, dass Sie hier sind. Schönen guten Tag, hallo. Hallo. Ja, das Thema grüne Stromlieferverträge hatte bisher in den letzten Jahren immer einen schweren Stand in Deutschland. Es gab weitaus etabliertere Märkte wie Schweden, Finnland oder auch Spanien. Jetzt in den letzten Jahren hat das Gefühl, das Thema Fahrt aufgenommen. Das liegt einerseits so ein bisschen am Angebot. Es gibt jetzt mehr Freiflächen, Solarparks, die keine Förderung erhalten. Die Klimaschutzpolitik in Deutschland, Europa wurde verschärft. Unternehmen intensivieren ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen. Das sind alles so Treiber, die PPAs relevant machen. Und vor allem seit 2021 sehen wir einen starken Preisanstieg der Börsenstrompreise. Was natürlich PPAs mit Solarparkbetreibern oder Windparkbetreibern für Unternehmen nochmal deutlich attraktiver machen. Können Sie uns erklären, welche Rolle Sonic in diesem Kontext spielt? Ja, kann ich gerne tun. Also die Sonic ist ja die Handelstochter der Enerpark, 100%ige Tochtergesellschaft, gegründet worden als Inhouse Trading Desk in der Enerpark mit dem Ziel, die Solarparks im Eigenbestand der Enerpark möglichst gewinnbringend zu vermarkten. Das kann ganz normal über das sogenannte Premium-Modell Direktvermarktung erfolgen, aber zunehmend eben auch über PPAs. Und es ist nicht erst seit 2021 Thema. Die ersten PPAs haben wir bei der Enerpark oder mit der Sonic und über die Sonic auch schon 2019 abgeschlossen. Okay. Denn seitdem ist das Thema Flächenkulisse, die halt eben nicht EEG qualifizierbar sind oder eben nicht für EEG-Parks benutzbar sind, immer ein größeres Thema geworden bei der Enerpark. Und so kam es halt schon 2019 bei weit niedrigeren Preisniveaus zu der Fragestellung, wie vermarkten wir denn? Und auch dort wurden schon die ersten PPAs abgeschlossen. Und da hat die Sonic sich halt etabliert als Handelsdesk. Es ist ja auch ein finanzielles Thema, ein Bewertungsthema. Ja. Und da ist der Bereich Origination, so nennt man das, oder wie es halt auch, ist dann naheliegend, das auch beim Trading-Desk anzusiedeln. Und da kommt die Sonic halt eben ins Spiel. Also. Okay. Jetzt haben Sie zwei Punkte schon genannt. Also grundsätzlich kann man ja beim PPA unterscheiden zwischen physischen PPAs und auf der anderen Seite halt virtuellen finanziellen PPAs. Können Sie die mal kurz auseinanderhalten, diese beiden Begriffe, worum es dabei dreht? Gerne. Bei physischen PPAs, da sagt der Name es schon, dort wird tatsächlich auch noch physischer Strom miteinander ausgewechselt. Es gibt also Handelsbeziehungen, wo auch wirklich physischer Strom fließt, vom Verkäufer zum Käufer. Teilweise auch schon strukturiert, sodass es vielleicht auch mit der Produktion selber in unserem Fall eines Solarparks vielleicht gar nicht mehr so viel zu tun hat. Aber trotzdem, es wird physischer Strom geliefert von Partei A an B. Beim virtuellen PPA reden wir über eine rein finanzielle Abwicklung. Dort fließt üblicherweise dann kein physischer Strom mehr vom Produzenten an den Offtaker. Das heißt, aus dem Sicht, wenn ich jetzt gucke auf meine Nachhaltigkeitsstrategie und meine Scope 1 und 2 Emissionen runterbekommen möchte, schaue ich wahrscheinlich dann tatsächlich auf physische PPAs, einfach weil ich die bilanziell dann eben auch anrechnen kann. Da wiederum kann man unterscheiden ja nochmal zwischen Verträgen, die dann direkt mit dem Solar- oder Windpark abgeschlossen werden, also so ganze Corporate PPAs oder eben Stromlieferverträgen, die ich mit einem Energieversorger oder einem Direktvermarkter wie der Sonic abschließe. So, da fällt mir das Buzzword Utility PPA ein. Was sind denn da so die Vor- und Nachteile? Was gibt es dabei zu beachten? Erstmal sind die Übergänge natürlich fließend. Oft ist es einfach so, dass Offtaker nicht immer in der Lage sind, den Zappelstrom von Solar oder Wind eins zu eins in ihren Stromverbrauch zu integrieren. Also kommt automatisch der Bedarf, Produkte zu strukturieren, dass man halt
bestimmte Risiken oder bestimmte Effekte, zum Beispiel Prognoseschwankungen vom Vortag in den Intraday, also während der Lieferung des Tages selber, rausschneidet oder rausnimmt aus dem Produkt. Und dann ist man schon in einer Strukturierung für das Produkt des PPAs, und dann ist man als Sanic automatisch schon, oder als SPV, also als Betreiber, automatisch schon hat man dann Bedarf an einer Partei, die sozusagen die Produktion nimmt und umstrukturiert, sodass es an den Kunden geliefert werden kann. Und so kommen halt Parteien wie die Sanic oder andere halt auch ins Spiel, um sozusagen als Mittelsmann zu fungieren, um diesen physischen Strom auch bereitzustellen an den Offtaker in der Form, wie er ihn braucht. Okay, lass uns das Thema noch vertiefen. Also Sie haben es gerade Zappelstrom genannt. Ist ja nun mal so, dass das Erzeugungsprofil der erneuerbaren Energieanlage typischerweise nicht zu dem Lastprofil des Unternehmens passt. Das sind alle Regeln ja so. Wie lassen sich dann diese Mengen integrieren in bestehende Energieversorgungsverträge bei dem Unternehmen? Gut, die Sanic selber ist in diesem Geschäftsmodell nicht aktiv, weil wir eben keinen Stromlieferant im klassischen Sinne sind. Wir haben ein kleines Stromlieferportfolio, aber eben nicht in der Form von einem großen Stromlieferanten. Üblicherweise ist es so, dass wir dann halt die vorstrukturierten Mengen zusammen mit einem Reststrom, also Residualmengenlieferanten, abwickeln und dazu addieren. Also das heißt, wenn ein Kunde Baseload braucht, ja, dann liefern wir halt den anteiligen Strom von den Solaranlagen, wie er sich eben während des Tages als Parabelkurve ergibt. Okay. Und die restlichen Strommengen, üblicherweise in Stundenblocks, werden dann bereitgestellt durch das Stadtwerk oder den residualen Mengenlieferanten. Und so werden die erneuerbaren Mengen normalerweise integriert und bereitgestellt an den Offtaker. Und das kann dann eben auch der bestehende Versorger sein, der bisher schon die Belieferung. Genau, wir haben mehrere Referenzprojekte auch schon abgeschlossen, wo wir halt mit lokalen Stadtwerken und sogenannten Vollversorgern zusammengearbeitet haben, um halt erneuerbaren Strom zu integrieren in den Strommix für Endkunden oder große Corporates. Ist das nicht tendenziell unattraktiv für den ausgleichenden Teilnehmer im Spiel, je nachdem, wie hoch die Mengen jetzt am Gesamtbedarf sind des Unternehmens, weil man ja eher dann so Profile abdecken muss, wo dann vielleicht die Strompreise zu den Zeitpunkten dann hoch sind. Ist das irgendwie, wie gleicht man das aus, diese Verteilung der, wenn da, ich habe so das Begriff Sleeving Fee im Kopf, ist das das Dienstleistungsentgelt oder wie wird das verrechnet? Das gibt es natürlich unterschiedlichste Aspekte. So wie wir es kennen, so wie wir es abgeschlossen haben, werden die Mengen halt zu einem Fixpreis verkauft. Ja. Das heißt, wir sind dann raus. Das untertägige Risiko, das tragen wir auch. Mhm. Wie aber das Stadtwerk oder der lokale Versorger, der Vollversorger, dann back-to-back mit seinem Kunden diese Restmengen verrechnet, das kann natürlich alles Mögliche sein. Da haben wir auch keine Sicht drauf, weil das die miteinander bilateral klären müssen. Mhm. Aus Sicht der Stromeinkäufer ist das interessant. Was für Laufzeiten sind denn darstellbar bei den PPAs? Gut, wir als Verhandler oder als Anlagenbetreiber, wenn ich jetzt mal die Mutter der Enerpark-Sichtweise hier übernehme, sind wir natürlich bestrebt, möglichst lange Laufzeiten abzusichern, weil wir ja auf der anderen Seite Finanzierung haben, die üblicherweise genutzt werden, um diese Solarparks in unserem Fall zu bauen. Und wir kommen natürlich aus einer Förderungswelt, in der das EEG halt eben Einspeisevergütung für 20 Jahre vorsieht. Weswegen das natürlich üblicherweise unsere Traumzeiträume wären, um PPAs abzuschließen. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich im Markt, dass Beschaffungshorizonte für Corporates insbesondere deutlich kürzer sind. Da reden wir über 2, 3, 4 Jahre. Mhm. Und dann muss man sich halt treffen. Das heißt, wir schließen alles ab von 2 Jahre bis 30 Jahre. Also alles dazwischen haben wir im Portfolio. Aktuell ist es so, dass der Markt für neue Parks und PPAs so auf 10 Jahre angelegt ist. Und für Bestandsprojekte sind wir halt von 2 bis 5 Jahren meistens unterwegs. Okay. Ja gut, ist ja häufig auch eine Anforderung der finanzierenden Parteien bei so einem Projekt, einfach lange Laufzeiten zu haben bei den PPAs, einfach um eine gewisse Sicherheit in die Cashflow-Struktur zu bringen. Ne? Genau, es sind aber, eben einfach gegenläufige Interessen. Genau, man muss halt dann sich irgendwo in der Mitte treffen. Und so kommen, glaube ich, die 10 Jahre zustande. Genau, ja, klar, der Stromeinkauf, der erfolgt typischerweise eher im Zeitraum von 2, 3, 4 Jahre, ne? Maximal. Ja. Okay. Jetzt haben wir auf die Ladezeit geguckt, wir haben schon ein bisschen das Thema Profile angeschnitten.
Welche Faktoren bestimmen dann sonst noch den Preis eines PPAs, eines Stromliefervertrags? Gut, das liegt sehr stark an der Struktur des PPAs. Also wenn man sogenannten Pay-as-Produced PPA abschließt, indem man 1:1 die Produktionsmengen aus dem Solarpark verkauft, dann sind die Preise natürlich niedriger, als wenn man sagt, ich verkaufe dir die Prognose des Folgetages, und das ist dann die abrechnungsrelevante Größe. Wenn man sagt, ich verkaufe dir Monatsbänder, dann ist der Preis natürlich nochmal höher, weil man immer mehr Risiken dann auch sozusagen bei dem Produzenten oder in diesem Fall bei uns beim Handelshaus belässt, bis hin, dass man sagt, man verkauft ein Baseload-Band, und dann ist es natürlich unser Risiko, alle Mengen, die dir der Solarpark nicht produziert und die zu viel produzierten Mengen untertäglich dann am Spot-Markt zu verhandeln, und dann gibt es halt nur noch höhere Risikoprämien. Okay. Haben sich da typische Strukturen rausgebildet? Klar, auf Betreiberseite ist natürlich Pay-as-Produced, das angestrebte Modell. Auf der Abnehmerseite hat man am liebsten fixe Bänder, ne, die man bekommt. Ja, also wir als Enerpark und Sunic, also zuallererst muss man sagen, der deutsche Markt ist ja noch in der Entwicklung. Wir sind auch noch hinten dran, wenn man das vergleicht mit Ländern wie Spanien oder auch die Nordics, wo halt schon auch ganz andere Strukturen gehandelt werden. Wir kommen noch sehr stark aus der Pay-as-Produced-Welt. Mhm. Wir haben jetzt mehr PPAs auf sogenannte Pay-as-Forecast-Basis abgeschlossen, wo wir halt den Forecast für den nächsten Tag als abrechnungsrelevante Größe nehmen und dann die Risiken, die sich zwischen dem Vorhersage für den Folgetag und was intraday, also während der Lieferung oder der Produktion des Tages selber passiert, selber in den Büchern behalten. Aber wir haben auch schon Baseload-PPAs abgeschlossen. Das drückt den Preis. Das hebt den Preis sehr stark an, aber man hat natürlich auch entsprechend mehr Risiken im Buch, und da muss man sich halt genau überlegen, wie kann man diese Risiken wiederum selber weiterreichen oder hedgen dann selbst, oder halt wie viel von diesen Risiken kann man und möchte man im Buch selber behalten? Das ist dann die große Fragestellung. Lass uns mal ein bisschen konkret werden. Es gibt da zwei Pressemeldungen, glaube ich, zu PPAs, die sie als Sunic bzw. ihre Muttergesellschaft Enerpark abgeschlossen hat mit Deutsche Bahn und Futterhaus. So, im Rahmen der Vertraulichkeit können Sie hier ein bisschen Einblick geben, wie bei diesen Verträgen die Themen jetzt Preis, Laufzeit, Struktur gelöst worden sind? Gut, ja, also dann kann ich da erstmal auf die Deutsche Bahn eingehen. Das sind tatsächlich, da haben wir gleich mehrere PPAs mit abgeschlossen. Dort reden wir über sehr lange Laufzeiten. Mhm. Deutsche Bahn, die wissen natürlich auch, dass sie in 30 Jahren noch Strom verbrauchen. Wir wissen auch, dass unsere Anlage in 30 Jahren noch steht. Also konnte man sich dort eben auf eine entsprechende Laufzeit einigen. Dass beiden Parteien einfach über die sehr lange Laufzeit eine sehr große Sicherheit über ihre Cashflows gegeben hat. Dort im Zug, Deutsche Bahn ist der größte Stromverbraucher Deutschlands. Ja. Das heißt, sie haben natürlich auch ein Trading Desk und eine Handelsabteilung. Dort kann man dann auch. Die sorgen selbst für die Auslandsenergie, tatsächlich sind wir dort auch auf einer PS-Forecast-Basis und unterwegs, weil sich das einfach angeboten hat in diesem Fall. Beim Futterhaus ist es tatsächlich, wie vorhin erwähnt, eine trilaterale Geschichte. Dort haben wir mit der EHA zusammen gearbeitet, und wir liefern aus einer regionalen Solaranlage, die halt im Kerngebiet des Futterhauses, wo die meisten Filialen haben, dann Strom produziert. Das war denen einfach wichtig, und die Residualmengen werden dann von der EHA bereitgestellt. Ja, lass uns mal auf das Thema Marktpreise eingehen, bevor wir so zum Ende des Gesprächs kommen. Wir sehen ja jetzt, ich glaube, gestern hat der Terminmarktpreis für das kommende Jahr irgendwie die 400-Euro-Marke geknackt. Das Jahr 2024 notiert auch jetzt schon länger über 200 Euro. Das sind natürlich so Werte, die, wenn man so zwei, drei Jahre zurückblickt, unvorstellbar klingen. Können Sie Indikationen abgeben, zu welchen Konditionen aktuell in diesem Kurzfristbereich PPAs abgeschlossen werden? Gut, zum einen muss man natürlich schauen, welche Produktionsform dagegen liegt. Wir kennen uns halt sehr gut im Solarbereich aus, weil das ist die Anlagen, die wir bauen, die wir betreiben. Da kennen wir uns aus. Da gibt es sogenannte Capture Rates. Man weiß halt historisch, ne, in welchem Verhältnis Solarstrom zu Baseload gehandelt hat. Und da werden dann die Preise sich gefunden haben. Die sind natürlich immer unterschiedlich. Und die liegen auch wiederum an der Struktur von dem PPA, zu dem man es abschließt. Also ich kann Ihnen jetzt leider keinen Preis raushalten, der exakt sagt, was heute meine Marktmeinung ist. Haben wir schon gedacht. Aber am Ende ist es Verhandlungssache. Und natürlich hat auch jede Partei eine andere Sichtweise darauf, wie sich zukünftig die Wertigkeit von Solarstrom entwickelt.
Ja. Das hängt natürlich von Zubauzahlen ab, das hängt aber auch ab von den Verbrauchsprofilen. Nicht? Also da sind sehr viele Unwägbarkeiten und ganz wie man den Strom verbraucht. Ich sage nur Thema Elektromobilität, natürlich auch irgendwann mal einen größeren Impact. Und dann darauf basierend ergeben sich natürlich auch sehr unterschiedliche Preisvorstellungen. Das heißt, wir treffen teilweise Marktpartner, die sehr adäquate Preise zahlen, und andere, da sagen wir, da habt ihr wohl eine Kurve, die sehr, sehr weit abweicht von unserer Vorstellung, was die Wertigkeit von Solarstrom in 5 bis 10 Jahren angeht. Ja. Und dann wird man sich halt nicht einig. Also, ich glaube, über dieses Thema langfristige Strompreisprognosen könnten wir einen eigenen Branchentalk halten. Da gibt es da so viele Studien zu, die alle, wie Sie angedeutet haben, an verschiedenen Annahmen einfach hängen. Also sei es die Nachfragestruktur, die ja durchaus, also die Nachfrage als solches wird da definitiv steigen in Deutschland, wenn man so an E-Mobilität oder auch Wasserstoffproduktion und so weiter denkt. Deswegen bleiben wir besser beim Kurzfristbereich. Also klar, die Märkte sind aktuell getrieben durch die Unsicherheit, wie viel Gas nach Deutschland und Europa noch kommt. Deswegen ist es natürlich extrem schwer, hier eine Aussage zu treffen. Haben Sie trotzdem eine Einschätzung, die Sie mit uns teilen möchten? Also ich habe natürlich auch jetzt keine große Glaskugel mitgemacht, was die Preise nun in den nächsten Wochen und Monaten machen. Mir ist durchaus bewusst, dass es natürlich für viele Verbraucher ein sehr wichtiges im Thema ist. Aber hätten Sie mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, Preise alles über 100 Euro ist utopisch. Das haben wir einmal 2008 erlebt, kurz bevor Lehman pleite ist. Seitdem bewegen wir uns außerhalb aller historischen Grenzmarken. Das heißt, es liegt einfach sehr stark daran, wie sich die politische Situation und auch die Versorgungssituation in Deutschland entwickelt. Was wir sehen, ist, dass die Märkte extremst nervös sind. Kaum noch jemand mit irgendjemandem handelt. Die Liquidität ist komplett ausgetrocknet. Und wir sehen auch eine gewisse Abwartung in allen Segmenten, dass Kunden halt sagen, zu diesem Preis will ich, wenn dann nicht, mich auch nur kurzfristig eindecken, in der Hoffnung, dass die Preise wieder fallen. Aber mit der Taktik sind natürlich auch viele, die das im letzten Jahr gemacht haben, wahnsinnig auf die Mütze gefallen. Ja. Das heißt, ich kann Ihnen keine Vorhersage geben, aber es gibt Szenarien, die denkbar sind, die dafür sorgen können, dass die Preise nochmal deutlich weiter steigen als das Niveau, was sie jetzt erreicht haben. Denn wir reden hier über wirklich eine physische Knappheit. Und am Ende kann die letztlich auch nur über den Marktpreis reguliert werden. Sprich dadurch, dass der Verbrauch dann auch stark abnimmt. Ja. Und das bedeutet natürlich dann tatsächlich, dass auch bestimmte Verbraucher eben ihre Anlagen ausmachen müssen, beziehungsweise aufhören zu produzieren, um damit dann wieder den Preis zu regulieren. Ja, dann hoffen wir, dass weiter ein bisschen Gas aus Russland kommt und die LNG-Pläne aufgehen, damit wir nicht noch weitere Preisspitzen erleben. Ich meine, für Ihre Parks nicht verkehrt, aber... Eine andere Möglichkeit wäre, dass wir einfach noch massiv mehr Solarparks bauen. Das hat natürlich auch... Gut, wir haben eine ausreichend große Pipeline, muss ja nur die Genehmigungsprozesse hinreichend beschleunigen, dann könnten wir in morgen 1000 MW mehr hinbauen. Also das geht schon schnell. Die Anlagen sind ja da, die Flächen sind da. Dieses Material liegt auch in den Containern in Rotterdam. Es ist also nicht so, dass die Enerpark nicht deutlich mehr bauen könnte. Aber es ist so, das kann man ja auch in der Zeitung lesen, wir haben da die gleichen, oder die Enerpark hat da die gleichen Probleme, wie es halt auch die Windbranche trifft. Corona-bedingt natürlich auch viele Verwaltungsprozesse deutlich verlangsamt sind. Und was wir auch sehen, zunehmend auch Widerstände. Ich kann das auch verstehen, wenn man auf einer Gemeinde dann jemand kommt und sagt, ich brauche hier 50 Hektar voll mit Solar, dann sagen sich die Leute auch, tun es nicht auch 10. Ja, es sind ja große Flächen, die gebraucht werden. Das betrifft ja allgemein die Energiewende. Letzte Frage. Haben Sie eine Empfehlung für Unternehmen, die sich die überlegen, erstmals ein PPA abzuschließen? Was gibt es zu beachten? Ja, ich glaube, das Wichtigste für ein Unternehmen, das sich mit der Thematik auseinandersetzt, ist, sich vorher gut zu überlegen, was für eine Struktur, welche Laufzeit, welche Art von PPA sie abschließen wollen, ob es ein Direct PPA sein, das haben wir jetzt mit einem direkten Stromversorger über ein Kabel oder aber eben virtuell oder eben halt einfach bilanziell, was der Normalfall ist. Die Laufzeit soll sich das Unternehmen gut überlegen damit, und auch den Strombedarf, ne, den das Unternehmen damit abdecken will. Wie viel von seinem Gesamtbedarf will man über PPA abdecken? Und zuletzt ist natürlich auch die Frage, mit wem man es abschließen möchte. Möchte man es direkt mit einem Produzenten abschließen oder geht man den Weg über einen Mittelsmann? Wir sind beides. Genau.
Herr von Harpe, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und die gewährten Einblicke in das spannende Geschäft mit Stromlieferverträgen. Viel Erfolg weiterhin mit der SANIC. Ja, besten Dank. Dankeschön. Alles klar. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse an dem IKB Branchentalk. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch die nächste Ausgabe sich anschauen. Auf Wiedersehen. Das war der IKB Branchentalk. Für weitere Gespräche mit Entscheidern und Industrieexperten besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de/branchentalk.